Und in das Thema, dass das kurz genannt wurde, ja, ich mache weiter mit einer Reihe über das Reich Gottes. Und wir haben heute ein wirklich schönes Thema, was aber vielleicht nicht ganz so praktisch daherkommt, aber sehr gut zu dem passt, was wir eben schon hatten. Ich möchte mit euch nachdenken über das Thema Autorität oder über das Thema Macht und Vollmacht. Und zwar geht es heute um die Autorität des Königs. Und der zentrale Vers, um den es sich heute drehen soll, der steht im Matthäusevangelium ziemlich am Ende, Matthäus 28, Vers 18. Wenn der Herr Jesus kurz vor der Himmelfahrt seinen Jüngern begegnet und ihnen Folgendes sagt. Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, über die Autorität, die Macht oder die Vollmacht des Königs. Wir wissen schon, dass Jesus herrscht. Das ist jetzt ein Thema, wie gesagt, es ist etwas abstrakter, aber wir brauchen manchmal bei dem Thema Reich Gottes leider auch so etwas abstraktere Themen, damit wir es verstehen können. Und wenn man über Autorität oder über Macht nachdenkt, dann gibt es zwei Sorten von Autorität. Die erste, das ist die Autorität, die jemand hat, weil er eine Sache erschaffen hat. Man nennt das inhärente, innewohnende Autorität. Das passt sehr gut zu dem, was du vorhin vorgelesen hast in Psalm 96, wo es einfach heißt, über Gott sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Ja, warum? Warum ist Gott König unter den Heiden? Warum kann ich im Alten Testament, und das steht jetzt gerade, wenn ihr die Verse davor und danach euch anschaut, also die Psalmen davor und danach, dann werdet ihr immer wieder diesen Refrain finden, der Herr ist König. Warum ist Gott König? Warum darf er herrschen? Warum darf er die Regeln vorgeben? Antwort, ganz einfach, weil er alles erschaffen hat. Das wissen wir. Wenn ich hier das Predigtskript, was jetzt gerade hier auf meinem PC erscheint, das ist mein Predigtskript, das habe ich erschaffen, damit, das kann ich verwenden, da kann ich festlegen, wer das wie verwenden, wer das wie veröffentlichen darf. Das Urheberrecht liegt bei mir. Und genauso ist das bei Gott. Gott ist der, der die Schöpfung ins Dasein gesprochen hat. Wenn man so will, das Urheberrecht für die Schöpfung liegt tatsächlich bei ihm. Er ist der Eigentümer. Er ist der Souverän. Er besitzt absolute Souveränität über sein Eigentum. Er kann damit machen, was er will. Er kann die Regeln festlegen, und zwar genauso, wie er will. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Naturgesetze sind oder moralische Gesetze. Er hat jedes Recht als Urheber, als Erfinder. Er hat jedes Recht, weil er Vater ist. Er hat es tatsächlich gemacht. Er ist Vater von allem, was existiert, und alles gehört ihm. Er hat Macht, Autorität, er hat Vollmacht über alle Dinge. Das ist inhärente Autorität, kennt ihr. Also jetzt vom Konzept her. Ich weiß nur nicht, ob man es schon gedacht hat im Blick auf Gott. Und jetzt gibt es eine zweite Form von Autorität. Das ist abgeleitete Autorität. Das ist Autorität, die ich nicht selber habe, sondern die ein anderer mir gibt. Es ist die Macht dessen, der autorisiert wird. Es gibt dafür ein schönes Beispiel in der Bibel. Und zwar, da kommt ein Hauptmann zu dem Herrn Jesus. Und dieser Centurio in Matthäus 8, der hat Autorität über etwa 100 Soldaten. Frage, woher bekommt er seine Autorität? Antwort, von seinem Vorgesetzten, also von dem dazugehörigen Tribun. Und es ist dieser Hauptmann, der erkennt, dass es bei Jesus ganz genauso ist. Schlag mal auf Matthäus 8. Matthäus 8, die Verse 8 und 9. Also dieser Hauptmann kommt zu Jesus und er sagt, du hast Vollmacht, du bist mit Autorität ausgestattet worden, und er macht einen Vergleich. Und ich möchte euch diesen Vergleich zeigen. Matthäus 8, die Verse 8 und 9. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst,
Der hat einen kranken Knecht, schickt zu Jesus und dann macht sich Jesus auf den Weg und dann schickt er nochmal hin und sagt, wir brauchen das gar nicht. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und jetzt das nächste Wort ist interessant, denn. Also sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das ist der Glaube, den der Hauptmann hat. Total überzeugt. Warum hat er diesen Glauben? Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Also der Hauptmann hier sagt, ich habe Soldaten, die mir gehorchen, weil sie wissen, dass ich selber unter Befehlsgewalt stehe. Heißt, über mir gibt es den Tribun und die ganze Befehlskette bis ganz nach oben, wo dann Kaiser Tiberius steht. Und jetzt sagt dieser Hauptmann, was für mich gilt, ich habe Befehlsgewalt, ich habe eine abgeleitete Autorität, ich bin autorisiert von höherer Stelle, genau das Gleiche gilt für dich. Deswegen brauchst du nicht kommen. Du musst einfach nur befehlen und fertig. Das heißt, das, was den Hauptmann ausmacht, ist, er sagt, bei dir, Jesus, du Rabbi aus Nazareth, du kannst natürlich meinen Diener heilen. Das ist überhaupt keine Frage. Warum? Weil du stehst im Verhältnis zu Gott, wenn es um das Thema Heilung geht, genauso da, wie ich im Verhältnis zu meinen Vorgesetzten. Die haben mich autorisiert und deswegen müssen meine Soldaten springen. Und Gott hat dich autorisiert und deswegen ist völlig klar, dass keine Krankheit in dieser Welt dir widerstehen kann. Und das Gleiche gilt natürlich für keine Naturgewalt oder kein Dämon. Da gibt es dann andere Geschichten dazu. Ich wollte euch nur zeigen, es gibt zwei Sorten von Autorität. Es gibt die natürliche, die inhärente, die innewohnende Autorität, weil ich etwas schaffe, ist es meins, damit kann ich machen, was ich will. Und dann gibt es eine abgeleitete Autorität. Und die steckt hinter diesem, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Der hat das zutiefst verstanden. Zwei Arten von Autorität, inhärent, übertragen. Nochmal zurück zum Schöpfer. Gott als der Schöpfer besitzt absolute Macht über das Universum. Das müssen wir einfach mal wirklich tief verstanden haben. Alle Autorität, alle Vollmacht liegt bei ihm. Er ist souverän. Das bedeutet nicht, dass er alle Dinge im Universum vorherbestimmt hat, weil dann wäre freier Wille nichts weiter als eine Illusion. Ja, und Gott wäre am Ende verantwortlich für allen Blödsinn, den wir verzapfen. Das ist nicht der Fall. Gott ist in dem Sinne souverän, dass er das Recht hat, so zu herrschen, wie er will. Und damit wir uns klar verstehen, natürlich hätte Gott die Geschichte auch Punkt für Punkt vorherbestimmen können. Ja, Entscheidung für Entscheidung. Aber, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, das ist einfach nicht sein Stil. Er hat es einfach nur nicht gemacht. Die Tatsache, dass Gott uns Freiheit einräumt, die Freiheit zu denken, ja, die Freiheit, Musik zu machen und kreativ zu sein, Entscheidungen zu fällen. Dieses Vorrecht sollte uns nicht dazu verleiten, falsch über seine Autorität zu denken. Gott ist und bleibt Herr. Es ist wirklich sein Wille, der geschieht. Ja, Gott gibt dem Menschen Freiheit. Ich denke sogar, dass er ihm ein Stück Mitverantwortung überträgt. Aber egal wie viel Verantwortung du in deinem Leben hast, du wirst nie an die Stelle Gottes treten. Es ist Gott, der regiert. Darf ich nochmal vorlesen? Der Herr ist König. Daran wird sich einfach mal nichts ändern. Egal wie sehr Gott uns in diesen Prozess, in dieses Thema Heilsgeschichte, in seinen Plan mit dieser Welt mit hineinnimmt. Es ist immer Gott, der regiert. Auf seine Weise, aber definitiv so, dass er seine Ziele mit der Weltgeschichte erreichen wird. Da kann sich nichts und absolut niemand diesem Gott in den Weg stellen. Als Menschen können wir Nein zu seinen Geboten sagen. Wir können Nein sagen zu seinem Willen.
Wir können tatsächlich Gottes Wünsche ignorieren, aber wir können nicht ihn seiner Souveränität berauben. Das wird einfach nicht gelingen. Er bleibt Herr. Und wenn er dem Menschen einen freien Willen und etwas Widerspenstigkeit und etwas Eigenwilligkeit zugesteht, dann lasst uns wirklich bloß nicht vergessen, dass es am Ende Gott selber war, der sich entschieden hat, uns diese Dinge zu geben. Wisst ihr, wenn er will, kann er sie uns jederzeit wieder wegnehmen. Und mehr noch, auch das lasst uns, die wir Gott kennen, nicht vergessen. In dem Maß, wie Gott uns Freiheit gibt, bekommen wir tatsächlich auch Verantwortung. Und da gilt dann so ein bisschen Wehe, wenn man damit falsch umgeht. Also das war mir wichtig zu zeigen. Gott hat alle Macht. Er hat alle Autorität. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Und ich möchte an einer Stelle anfangen, die vielleicht ein bisschen komisch ist. Wisst ihr, wie die Rabbis damals, wenn die so gepredigt haben, ja, am Sabbat wurde immer auch Altes Testament ausgelegt, wie die das gemacht haben, ihren Predigten Gewicht zu geben? Und heute ist das ja so, wenn man eine Predigt hält, dann sind ganz viele Leute immer ganz arg darauf aus, dass das möglichst originell ist und so ein bisschen Performance auch hat, sodass man da gut zuhören kann, vielleicht auch schicke Charts und so und am besten auch noch eine Gegenstandslektion, die man mitnehmen kann und einen Slogan und einen guten Titel und so. Also heute geht es ein bisschen darum, dass so ein bisschen Entertainment reinkommt. Es muss möglichst neu und frisch mindestens wirken. In der damaligen Zeit war es genau andersrum. Originalität stand überhaupt nicht hoch im Kurs. Es ging darum, dass wenn ich etwas sage, wenn ich eine Auslegung mache, dass ich dann am besten viele andere, ältere, respektierte Rabbis auf meiner Seite habe. Also Auslegung war, hier ist der Text, das ist meine Meinung und ich habe diese Meinung, weil der und der übrigens auch, die sind meiner Meinung. So, und jetzt kommt Jesus und macht es ganz anders. Also so radikal anders. Er legt einfach aus, was das Wort Gottes sagt, wendet es in Gottes Sinn an, zitiert mal eben niemanden und macht damit eigentlich klar, in puncto Auslegung bin ich die abschließende Autorität. Und wo er das tut, sind seine Zuhörer total erstaunt. Das ist also so überhaupt nicht, wie man es gewohnt war. Schlagt mal auf Matthäus 7. Das ist am Ende der Bergpredigt. Matthäus 7, die Verse 28 und 29. Wie gesagt, für euch klingt das vielleicht ganz normal, weil wir machen das eigentlich immer so. Ganz selten mal, dass man sagt, also da gibt es noch den Prediger, der hat das auch so gesagt. Und selbst wenn, das Argument würde gar nicht gelten. Oder? Ja, der hat das auch gesagt. Ja, und? Wen interessiert es? Wenn es nicht in der Bibel steht, ist es völlig Wurst, wer was wann gesagt hat. Aber in der damaligen Zeit war es anders. Und deswegen Matthäus 7, die Verse 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also wie einer, der sich hinstellt und sagt, ich darf das einfach mal so auslegen. Ich brauche nicht einen anderen, der mich autorisiert. Ich habe die selber. Jetzt natürlich die Frage, ist das wahr? Also jeder kann sich ja hinstellen und kann für sich Autorität in Anspruch nehmen. Das heißt ja nicht, dass er sie hat. Das heißt, er nimmt sie erstmal nur für sich in Anspruch. Und deswegen auch Jesus muss tatsächlich diese Autorität, die er für sich in Anspruch nimmt, er muss sie ein Stück weit beweisen. Er muss beweisen, dass er als Lehrer wirklich so lehren darf, weil Gott auf seiner Seite steht. Und er macht das. Er macht das zum Beispiel dadurch, dass er einen Dämon austreibt, einen unreinen Geist. Schlagt mal auf, Markus Kapitel 1. Und dann seht ihr die Verbindung zwischen diesem Wunder, was Jesus tut, und der Lehre, die er gerade gebracht hat. Das Wunder zeigt den Menschen nämlich ganz greifbar, dass das, was er vorher gepredigt hat, dass er das wirklich genau so für sich alleine aus Vollmacht predigen darf. Hier, Markus Kapitel 1, Vers 27.
Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, das ist nachdem er den Dämon austreibt, das hat die alle ein bisschen überrascht, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm? Merkt ihr? Da wird das Thema Lehre verknüpft mit dieser Heilung oder in dem Fall mit diesem Exorzismus. An anderer Stelle heilt Jesus einen Gelähmten, aber er tut das nur, weil er vorher diesem Gelähmten die Sünden vergeben hat. Und die Leute sagen, kann ja jeder sagen. Ja, und dann heißt es in Matthäus Kapitel 9, Vers 6, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht, Autorität hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und dann kommt das Wunder. Dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Also die Wunder Jesu, obwohl die zum Teil extrem eindrücklich sind, sollen vor allem eines beweisen, dass er tatsächlich der Christus ist, der Gesalbte Gottes, der König. Und dieser Jesus sagt jetzt nach seiner Auferstehung, und Auferstehung ist, wenn man so ein bisschen will, Bestätigungswunder der Bestätigungswunder. Mehr geht nicht. Mal eben tot sein und wieder lebendig und als verherrlichter Mensch zurückkommen, also quasi schon die Zukunft vorwegnehmen in meinem Sein. Sorry, das ist es jetzt. Und da sagt er das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Mir ist alle Macht oder mir ist alle Vollmacht, mir ist alle Regierungsgewalt, mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus ist wirklich der König Gottes über alle Bereiche der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. So wie es gebetet wurde vorhin, er hat den Namen, der über allen Namen ist. Es ist die absolut oberste Instanz, da geht nichts mehr drüber. Und Paulus lässt daran keinen Zweifel, wenn er ausgehend von der Auferstehung das nochmal betont. Bitte schlagt mal auf Epheser Kapitel 1 am Ende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, wie sehr die Autorität, die Herrschaft, dieses absolute Nummer 1 Sein Jesu für die Apostel absolut unverhandelbar ist. Epheser 1 ab Vers 20. Da geht es um die Kraft Gottes. Und von der Kraft Gottes wird gesagt, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das ist ja irgendwie klar. Ja, Gott in seiner Kraft macht ihn lebendig, Himmelfahrt ab in den Himmel, setzt ihn zur Rechten Gottes. Und dann die Beschreibung dieses Königs, Vers 21. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Überlegt mal, wie viel Mühe er sich macht, das so zu beschreiben. Ja? Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Die Königsherrschaft Jesu hat in diesem Zeitalter angefangen und wird in der Ewigkeit, das ist das kommende Zeitalter, fortgeführt werden. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles, und interessanterweise heißt es jetzt, der Gemeinde gegeben. Also Herrschaft Gottes muss anfangen immer bei denen, die sich freiwillig ihm unterstellen. Da ist das überhaupt keine Frage. Er ist sowieso der Souverän, er herrscht über alles, die ganze Welt ist ihm als Reich unterworfen und trotzdem fängt diese Herrschaft, weil dieses Reich eben, das hatten wir schon, nicht von dieser Welt ist, sondern ein Reich ist, was über Herzen regiert. Es geht um Menschen. Es fängt definitiv in der Gemeinde an. Er ist das Haupt. Haupt steht hier für Herrschaft. Ein Haupt deshalb, weil der Kopf, ja, gibt den Kurs vor. Der König zur Rechten Gottes ist zuallererst einmal Haupt der Gemeinde. Der König der Gläubigen. Und das gilt, weil wir uns ganz natürlich seiner Autorität beugen. Er ist für uns die Quelle, wenn es darum geht, zu fragen, nach welchen Werten leben wir, für welche Ziele. Es ist Jesus, der über unsere Einkäufe bestimmt, über unser Familienleben, über unsere Geschäftspraxis, über unsere Freizeitgewohnheiten. Es ist wirklich er. Und deswegen lasst uns immer wieder eines klar machen. Im Blick auf diesen Anspruch, den Paulus hier formuliert,
gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie der Mensch reagieren kann. Entweder völlige Unterwerfung oder Rebellion. Es gibt keinen neutralen Grund dazwischen, so nach dem Motto, ja, Jesus soll mal machen, ich schaue mir das von außen an. Versteht ihr? Das geht nicht. Entweder stehe ich auf der Seite derer, die sagen, ich gehöre zu diesem Königreich, das ist mein Herr, oder ich gehöre zu der Seite der Rebellen. Und der Herr wird richten. Wir haben das auch hier gelesen im Psalm 96. Er wird die Völker richten in Geradheit. Und wir wissen, wem der Vater das Gericht übergeben hat. Das ist der Sohn, der wiederkommen wird. Ich habe das öfter gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen. Wir leben im Reich Gottes nicht in einer Demokratie. Wenn man in einer Demokratie lebt, das tun wir ja so gemeinhin, dann musst du nicht mit der Regierung einverstanden sein. Ja, du kannst sie in Frage stellen, du kannst gegen sie sein, du kannst sie sogar abwählen. Tut mir leid, in einem Königreich ist das total anders. Es gibt im Blick auf den himmlischen König nur die einen, die loyal sind, und es gibt die anderen, das sind die Verräter. Und jetzt kann ich mich im Blick auf meine Position zu dem Herrn Jesus natürlich irren. Ja, am Ende der Bergpredigt, kurz vor der Stelle, die wir vorhin gelesen haben, da kommen Leute zu Jesus und denken, sie sind gläubig. Sie denken, sie sind Christen. Und dann mitten im Gericht, wenn quasi alles vorbei ist, wenn sie nichts mehr an ihrem Schicksal ändern können, wenn sie ein Leben lang dachten, sie würden mit Gott leben und dann doch feststellen, das ist nicht so, dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also man kann sich irren in dieser Frage, bin ich Christ oder bin ich nicht Christ? Ist Jesus wirklich Herr in meinem Leben oder nicht? Und trotzdem heißt es, es gibt nicht so etwas wie eine loyale Opposition. Das gibt es einfach nicht. Wenn du Opposition bist, dann kannst du nicht loyal sein. Und das liegt daran, dass unsere Liebe zum König und unser Gehorsam, diese zwei Dinge, Liebe zum König und Gehorsam, gehen in der Bibel immer Hand in Hand. Das hat damit zu tun, dass wir als Nachfolger Jesu immer auch Liebhaber Jesu sein müssen. Und der Liebhaber ist immer der, der das tut, was der Geliebte sich wünscht. Und wenn wir von dem Herrn Jesus reden, dann im Johannesevangelium heißt es mal, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also es ist nicht so dieses, jetzt muss ich, nee, es ist eigentlich ist es das ganz Normale. Es ist ganz schräg, wenn jemand sagt, ich liebe dich, aber eigentlich interessierst du mich nicht. Eigentlich möchte ich nicht tun, was du möchtest. Eigentlich möchte ich dir nicht gefallen. Versteht ihr? Das ist so ein Widerspruch in sich selber. Und noch mehr wird das zu einem Widerspruch, wenn ich das dem Herrn Jesus sage, der mir ganz klar erklärt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ist seine Liebessprache, das gehört bei einem König immer mit dazu. Oder an anderer Stelle sagt er, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist wie so eine Frage, das geht doch nicht. Entweder bin ich Herr, dann tust du, was ich sage. Oder du lässt das bitte, mich Herr zu nennen und machst dein eigenes Ding. Aber das zusammenzubringen, und das ist so dieser Selbstbetrug, in dem manche Menschen drin stecken, das geht halt also nicht. Wenn der Herr Jesus davon spricht, dass ihm alle Macht gegeben wurde, dann meint er Folgendes. Er meint, Gott besitzt als der Schöpfer alle Autorität und Vollmacht über die Schöpfung. Es ist seine Schöpfung. Und jetzt kommt Gott, der Vater, zum Sohn, zu diesem auferstandenen, verherrlichten Menschen und gibt ihm diese unbegrenzte Souveränität über das Denken und das Tun aller Menschen und aller sonstigen geschaffenen Wesen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Hammer, oder? Wenn man sich das mal so vor Augen stellt, da ist einer, der hat alle Macht. Jeder muss sich dieser Autorität unterwerfen. Oder er befindet sich mal mit den Worten von Barack Obama auf der falschen Seite der Geschichte. So ist das. Das Besondere an Jesus ist tatsächlich, dass ihm alle Macht gegeben wurde.
Jetzt gibt es in Gottes Welt Hierarchien. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Viele Menschen bekommen von Gott, ob ihnen das klar ist oder nicht, ein gewisses Maß an Vollmacht. Ja, ein Chef hat von Gott Vollmacht, Autorität über seinen Angestellten bekommen. So tickt diese Welt. Und dasselbe kann man über Ehemänner sagen, die das Haupt ihrer Familie sind, oder über Älteste, die in einer Gemeinde vorstehen, oder über Eltern, die ihre Kinder, ja, die von ihren Kindern Unterordnung erwarten dürfen. Das ist völlig okay. Oder Staatsbürger, die sich natürlich unter die Gesetze ihres Landes stellen. Alles ganz klar. Es gibt diese in der Welt eingesetzten Hierarchien. Es gibt ein Oben und Unten. Da darf mir ein anderer etwas sagen. Eine Partei, die dirigiert und führt und beschützt, und eine andere Partei, die sich unterordnet und unterstützt. Das ist eine moralische Verpflichtung. Aber, und das ist eben das Besondere, Autorität, die Gott den Menschen gibt, ist im Allgemeinen immer begrenzt. Also wenn ich als Vater meinem 6-Jährigen sage, hör her, 20 Uhr, Schicht im Schacht, ab ins Bett, dann kann ich das meinem 6-Jährigen sagen. Aber mein Nachbar, der vielleicht auch einen 6-Jährigen hat, ja, da habe ich nichts zu melden. Das ist sein Kind. Ich darf mein Kind erziehen, aber eben nicht seines. Und ich darf noch nicht einmal mein Kind erziehen, wie ich will. Sondern, die Bibel sagt ganz klar, es soll geschehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, Gott gibt mir da auch noch einen Rahmen vor, wie das zu passieren hat. Es geht eben nicht nach Gutdünken. Und deswegen, wenn ich Autorität bekomme, dann gibt es da ganz klar Grenzen. Das gilt auch für weltliche Herrscher. Pilatus ist einer, der diese Lektion ziemlich, ich sag's mal, auf die harte Tour lernen muss, weil Jesus ihm da ist diese Verhandlung mit Jesus und er möchte ihn freigeben, schafft es dann aber nicht. Und mittendrin gibt es dann in Johannes 19, Vers 11, diesen Satz von dem Herrn Jesus, wo der Angeklagte, der zum Tod verurteilte, so halb schon zum Tod verurteilte, zu seinem Ankläger Folgendes sagt: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also du stehst da als Pilatus und denkst, hey, ich bin hier der Chef im Ring, und der Angeklagte sagt dir, weißt du was, nur damit wir uns klar verstehen. Du hast jetzt Macht, du hast die Macht, mich zu verurteilen. Stimmt, aber das ist nur geliehen. Das ist nur abgeleitet. Die steckt nicht in dir drin, sondern die hat dir jemand gegeben. Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben, also von Gott, gegeben wäre. Wenn Gott nicht entschieden hätte, jetzt in diesem Moment dich so zu gebrauchen, glaub mal nicht, dass du heute Morgen noch lebendig wach geworden wärst. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Du hast Sünde, aber du hast auch Macht. Ja? Und Paulus wird an anderer Stelle ähnlich über dieses Thema weltliche Herrschaft formulieren. Ich lese uns mal 3 Verse aus Römer 13 vor. Einfach mal zuhören. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, so wirst du Lob von ihr haben. So, hier wird ganz klar gesagt, die Idee Staat, die Idee Regierung kommt von Gott. Wie gesagt, die Idee, das heißt nicht, dass die Regierung in dem, was sie tut, es genauso tut, wie Gott es möchte. Aber erst einmal die Idee, Hierarchie in einer Gesellschaft ist etwas Positives. Aber, und mir geht es darum, immer wieder zu betonen, keine Regierung hat eine absolute Autorität. Absolute Autorität hat tatsächlich nur einer. Und das ist Jesus, der Messias. Das ist tatsächlich der König der Könige. Und das bedeutet, dass jeder König dieser Welt, ob du nach Russland schaust und über Putin nachdenkst und für ihn betest, oder ob du nach China schaust und Xi Jinping, oder nach Deutschland, Olaf Scholz, die stehen alle unter Jesus. Und zwar völlig Wurst, ob ihnen das klar ist oder nicht.
Und das ist dann eben auch mal der Grund, warum die Apostel, wo sie vor dem höchsten Regierungsgremium ihrer Zeit stehen, dem sogenannten Hohen Rat, das war jüdische Regierung ganz oben, und an der Stelle kommt der Hohe Rat und sagt, hört mal her, Freunde, ihr hört jetzt auf zu predigen. Das ist jetzt mal Schluss. Ihr erklärt den Leuten nicht mehr, wer Jesus ist, und ihr ladet nicht mehr zum Glauben an Jesus ein. Und was sagen die dann? Die sagen dann, nee, machen wir nicht. Entschuldigung, ja, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Merkt ihr? Die Regierung hatte Autorität, aber es gibt eine Grenze, wo man einfach sagen muss, falsch. Da überschreitet die Regierung mit dem, was sie fordert, ihre Möglichkeiten. Diese Vollmacht, das zu fordern, hat sie nicht. Das heißt, die Apostel, wenn sie das tun, wenn sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, dann rebellieren die Apostel nicht einfach gegen den Hohen Rat, sondern sie sind gehorsam gegen Gott. Ja, Jesus gibt ihnen den ganz klaren Auftrag und der Hohe Rat, der verbietet ihnen, im Namen Jesu zu predigen, also diesen Auftrag auszuführen. Und dann muss ich einfach sagen, Entschuldigung, an der Stelle überhebt ihr euch, das ist nicht euer Ding. Dasselbe übrigens auch im Alten Testament, da wo die Hebammen vom Pharao den Auftrag bekommen, die kleinen Jungs alle umzubringen nach der Geburt, das machen die nicht. Ja, das ist genau der gleiche Fall. Oder die Freunde von Daniel, die sich vor dieser Götzenstatue da nicht niederwerfen, das mache ich nicht. Also Politiker haben Rechte und ich persönlich denke, dass sie sogar relativ weit gehen, aber da, wo Evangelisation verboten wird, da, wo man von mir Mord verlangt, da, wo man von mir Anbetung einfordert, da werde ich einfach sagen, Entschuldigung, da bist du viel zu weit. Das, was Gott dir an Vollmacht gegeben hat, das greift an der Stelle nicht mehr. Bei dem Thema Steuer kommen Leute zu Jesus und sagen, soll man Steuern zahlen? Und Jesus lässt sich dann eine Münze geben, da ist das Bildnis von einem Kaiser drauf. Und dann sagt er zu den Leuten, klar, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, da schon sein Bild drauf, also die Steuer kann er gerne haben, und Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Zwei Dinge werden klar. Erstens, der Kaiser, sprich die Regierung, in der ich lebe, hat Rechte, zum Beispiel das Recht auf Steuer. Aber zweitens, die Autorität des Kaisers ist nicht unbeschränkt, nicht absolut. Da gibt es Dinge, die gehören Gott und eben nicht dem Kaiser. Und wenn der Kaiser jetzt in diese Dinge hineingreift und sagt, ich würde dein Leben aber auch gern an der Stelle bestimmen, möchte, dass du aufhörst zu evangelisieren, möchte, dass du dich beteiligst an irgendeinem Pogrom, möchte, dass du den Staat verherrlichst, ja, und ihm Lieder singst und quasi davon begeistert bist, dass jetzt endlich durch diese neue Staatsform die Welt Weltfrieden findet, wo du weißt, es stimmt alles überhaupt nicht, dann muss ich leider sagen, das wird nicht funktionieren, da bin ich nicht mehr dabei. Ich gebe gerne dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und ich will da auch gar nicht rebellisch sein. Aber an den Stellen, wo ganz klar der Kaiser, die Regierung Dinge fordert, sie ist nicht absolut autoritär. So, wenn es ums Reich Gottes geht, deswegen diese Predigt, dann müssen wir uns mit dem Thema Vollmacht, Autorität beschäftigen. Es geht darum, dass wir verstehen, wer in letzter Konsequenz jetzt in dieser Zeit auf der Erde das Sagen hat. Wer der König ist. Eigentlich sogar der König der Könige. Es geht um Jesus und es geht darum, dass er das, was er vor der Auferstehung schon hatte, das ist ganz spannend, also Jesus hatte schon vor der Auferstehung, ich sag's mal, beschränkte Autorität. Er konnte vor der Auferstehung noch nicht sagen, mir ist alle Macht gegeben. Aber er hatte schon Macht. Er hatte schon enorm viel Macht. Also der Vater sendet den Sohn und in dem Moment, wo der Vater sich wahrscheinlich, ich sag mal, das wird so, ich kann das nicht ganz genau beweisen, aber ich vermute stark, dass es mit der Taufe und damit zu tun hat, dass dann der Heilige Geist kommt und der Dienst Jesu beginnt. Spätestens in diesem Moment erleben wir den Herrn Jesus als einen Bevollmächtigten. Ich lese euch mal drei Stellen vor. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, als aber die Volksmengen es, und das ist jetzt hier die Sündenvergebung und die Heilung des Gelähmten, als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht
Da haben wir es wieder, den Menschen, in diesem Fall natürlich Jesus, gegeben hat. Also die Leute verstehen, das ist nicht mehr normal. Dieser Mensch, der jetzt hier Sünden vergibt, der zu einem Gelähmten sagt, steh auf und geh umher, der muss das irgendwo her bekommen haben. Das steckt nicht in uns drin natürlich als Mensch. Andere Stelle, Johannes 5, da heißt es, und Gott, der Vater, hat ihm, Jesus, Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Also schon der Mensch Jesus Christus kann sagen, mir hat der Vater Gericht gegeben, seid vorsichtig, wie ihr mit mir umgeht. Oder an anderer Stelle in Johannes 17, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jetzt wieder, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Merkt ihr, da ist ein Mensch auf der Erde mit einer unglaublichen Vollmacht. Eine Vollmacht, Heilungen, Sündenvergebung, aber auch mit einer Vollmacht zum Gericht und ewiges Leben zu beschenken. Überleg dir das. Du triffst auf einen Menschen, der dir sagt, ich kann dir ewiges Leben geben. Und wenn du es nicht glaubst, also wenn du die Sündenvergebung nicht glaubst zum Beispiel, naja, dann macht er halt schnell noch jemanden gesund, damit auch wirklich klar ist, dass er das ernst meint. Das ist Jesus. Und jetzt überleg mal, der Sprung ist von, er ist schon bevollmächtigt in seiner Rolle als Messias. Das ist ja schon da. Und dann kommt die Auferstehung und nach der Auferstehung scheinen so das Tor richtig aufgemacht worden zu sein. Von, ich konnte schon Sünden vergeben, Heilung war auch schon irgendwie im Portfolio mit dabei, sowieso Gericht, sowieso ewiges Leben. Ja, und jetzt kann er sagen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist der König, mit dem wir es zu tun haben. Und lasst uns das bitte nie vergessen. Es besteht so eine kleine Gefahr, wenn man viel vielleicht die Evangelien liest oder es gibt so eine Reihe, die heißt Chosen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das sind Videos über das Leben Jesu oder allgemein diese Filme, die halt Jesus vorstellen. Und ich bin total dafür, obwohl ich mir sowas nie anschaue. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich bin trotzdem, wenn das Leuten weiterhilft, total dafür, dass man sie sich anschaut. Und jetzt besteht folgende Gefahr. Es besteht die Gefahr, dass wir Jesus denken und wir haben vor unserem geistigen Auge so diesen lieben Wanderprediger. Wisst ihr, den so mit den kleinen Kindern auf dem Arm, ja, der immer so nette Sachen sagt, ganz selten auch mal mit einer Geißel durch einen Tempel geht, aber das ist dann eher die Ausnahme. Es ist eher ein Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Und wenn du krank bist, ich mach dich gesund und trau dich ruhig, mich anzufassen. Es ist dieser Jesus, den man so als Bild vor Augen hat. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir dieses Bild nicht vergessen, weil es eine Wahrheit darstellt. Aber dass wir einen Schritt weitergehen. Und dass wir uns trauen, Jesus zu denken, so wie Johannes ihn erlebt hat. Johannes, der Lieblingsjünger, der dem auferstandenen Jesus begegnet auf Patmos. Und dann, ihr müsst euch das vorstellen, du begegnest Jesus, wie er jetzt wirklich ist. Und Jesus lässt etwas von dieser Majestät, von dieser Herrlichkeit, von diesem Ehrfurchtgebietenden, das dem auferstandenen und verherrlichten König umgibt, er lässt etwas mal so ganz kurz rausblitzen. Mehr wird es nicht sein. Und dann heißt es in Offenbarung 1, und als ich ihn sah, das ist der Lieblingsjünger, also das ist der sagen könnte, ich kenne ihn am besten. Ich war ganz dicht dran, ich bin sein Buddy gewesen auf der Erde. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Überleg mal, du begegnest deinem besten Freund und du bist so erschrocken von der Realität, du bist so überwältigt von dem, was du siehst, dass dein bester Freund dir erstmal die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Was muss da in einem abgehen, wenn wir das erste Mal den Herrn Jesus sehen? Wir denken uns vielleicht immer so, das ist so ein ganz easy beasy, wir gehen dahin und freuen uns und fallen ihm um den Arm und alles ist cool. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube, dass wir Jesus begegnen werden in seiner Herrlichkeit und wir werden genau diese Worte hören. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, alles ist gut.
Es ist so, wie wenn du an einen Hochofen rangehst. Weißt du, du bist noch 5 Meter weg, aber es ist schon so warm, dass du keinen Schritt mehr weitergehen möchtest. Und der Hochofen sagt, komm, umarme mich. Das ist eher die Realität. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Also mit mir fängt alles an und hört alles auf. Und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und als ob das nicht noch reicht, dass jemand sagt, mit mir fängt alles an und hört alles auf. Ich habe Leben. Ich habe Leben. Ich war tot. Ich bin dadurch, ich habe den Tod besiegt. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich schließe, wenn du tot bist, dein Todsein wieder auf. Ich hole dich zu mir. Ich bin der Herr über alles. Das ist, versteht ihr, echte Autorität. Und das war mir wichtig heute, euch diese echte Vollmacht zu zeigen. Und ich möchte nächstes Mal dann einen Schritt weitergehen und überlegen, wenn der König diese Vollmacht hat, was bedeutet das dann für uns, die wir ihm nachfolgen?